Wir kommen zur dreifachen Wärmeleitbahn. Wir fangen an bei dreifacher Wärme 1. Dazu nehmen wir den Ringfinger und ziehen am proximalen und am ulnaren Ende eine gedachte Linie, da wo beide sich treffen. Das ist der Nagelfalzwinkel. Und hier unser dreifacher Wärme 1, der Guangzhong, der Ansturm, Toransturm. Der dreifache Wärmer 2 liegt 0,5 Zun proximal von der Schwimmhaut zwischen dem fünften und vierten Fingergrundgelenk. Wir sehen hier die Schwimmhaut sehr schön ausgebildet. Das hier alles ist die Schwimmhaut, das ist nicht bei jedem Menschen so stark ausgebildet. Und 0,5 Zun proximal heißt jetzt einfach, wir rutschen mit der Nadel zwischen das Grundgelenk. Wir machen die Hells Angels Hand und hier liegt der Punkt. Ja. Wichtig, der Punkt liegt hier im Weichen. Wir wollen ja mit der Nadel senkrecht hier reingehen. Damit kommen wir zu Dreifacherwärmer 3. Die mittlere Insel Chungju. Die liegt jetzt direkt proximal vom Fingergrundgelenk zwischen dem vierten und dem fünften Mittelhandknochen. Etwa, wir können uns das vorstellen, wenn wir hier die Spitzen vom Gelenk hier nehmen, den höchsten Punkt, und dann hier ein gleichschenkliches Dreieck ziehen, an der Spitze von diesem Dreieck. Auch hier wieder dran denken, wir wollen ja hier reinnadeln, das heißt, wir brauchen Hohlraum oder eine Vertiefung. Hier zum Beispiel müssen wir aufpassen, hier sieht man schön das Gefäß. Das wollen wir natürlich nicht treffen. Hier die kleine Insel. Wir kommen zum Dreifacherwärmer 4, der liegt auf dem Handgelenk. Und zwar zwischen den Zähnen vom Extensor vom kleinen Finger und von den drei mittleren. Wenn ich mir nicht sicher bin, welcher Punkt das ist, dann bitte ich den Probanden oder Patienten mal die Finger Richtung Decke zu strecken. Und jetzt habe ich hier direkt meine Zehen. Und auch wichtig hier, der liegt auf dem Handgelenk, das heißt, es muss auch hier in eine Lücke kommen. Dreifacherwärmer 4. Der Yangzhi, der Yangteich. Dann kommen wir zum Dreifacherwärmer 5. Der Dreifacherwärmer 5, da müssen wir jetzt anfangen abzumessen. Unsere 12 Zun, und zwar messen wir die bei der Dreifacherwärmer-Leitbahn zwischen Dreifacherwärmer 4 und dem lateralen Epicondylus. Wir suchen den erstmal, wir legen die Hand auf, da wo wir ihn grob vermuten, bewegen, bisschen das Fleisch, kleine Massage und jetzt merke ich, ah, hier ist der prominenteste Punkt, das ist mein Epicondylus, das hier sind meine 12 Zun. Der Dreifacherwärmer 5 liegt 2 Zun proximal von Dreifacherwärmer 4, das heißt, ich habe hier meine 6 Zun, 0 Zun, 2 Zun, 4 Zun, 6 Zun. Auf dieser Höhe liegt er, und zwar liegt er etwas ulnar von dem Muskel, von dem Extensor der drei mittleren Finger. Hier. Also auch wenn man immer sagt, der liegt direkt in der Mitte, er liegt tatsächlich ein ganz kleines bisschen ulnar von der Mitte. Dann kommen wir zu, das ist das äußere Tor, das Neiguan. Dann kommen wir zu dreifacher Wärmer 6. Der liegt 3 Zun proximal. Wir haben hier 0 Zun, 2 Zun, 4 Zun. Das heißt, hier in der Mitte haben wir mal die 3 Zun. Und das ist der Chugu, der Wassergraben. Dreifacher Wärmer 6.
Und wir haben die 13 abgemessen. Da kriegen wir jetzt sozusagen als Joker noch den Dreifacherwärmer 7. Der liegt ebenfalls 13 proximal zwischen dem Muskel, der die drei Mittelfinger hebt, und der Ulna in einer Vertiefung hier. In einer Vertiefung heißt, wir gehen mit der Nadel nicht auf die Ulna und nicht hier auf den Muskel, sondern eben dazwischen. Der Dreifacherwärmer 7, der Name ist der Hui Chong, Versammlung der Ahnen. Dann kommen wir zum Dreifacherwärmer 8, dem San Yang Luo, dem Luo-Punkt oder Treffpunkt der drei Yang. Der liegt 4 Zonen proximal. Das heißt, wir haben hier schon gemessen, hier 0 Zonen, 2 Zonen, 4 Zonen. Und der liegt jetzt wieder etwas mittiger, aber auch nicht direkt auf dem Muskel. Dann kommen wir zum Dreifacherwärmer 9, dem vier Flüsse, Sudu. Der liegt 7 Zonen proximal. Wir haben ja hier schon die 0 Zonen, 2 Zonen, 3 Zonen, 4 Zonen, 6 Zonen. Und hier haben wir die 8 Zonen, das heißt, er liegt daneben, da mittig dazwischen. Und hier orientieren wir uns auf einer Linie von Dreifacherwärmer 4 zum Epicondylus, das heißt hier. Das heißt, wir haben Dreifacherwärmer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 auf einer Höhe, 8, 9, damit kommen wir zu Dreifacherwärmer 10. Der Dreifacherwärmer 10, der Tianqing, die himmlische Quelle, der liegt 1 Zun proximal vom Olekanon. Was ist jetzt hier 1 Zun? Wie messen wir das aus? Mit gesundem Menschenverstand. Das heißt, wir brauchen hier eine Lücke, wo wir reingehen können mit der Nadel. Hier haben wir viel Knochen, Knochen, Knochen und hier bin ich im Weichen. Das ist mein 1 Zun. Genau. Dreifacher Wärmer 10.